herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin im Ruhrgebiet unterwegs, Richtung Düsseldorf. Und zwar ist heute der 25. Mai und in Düsseldorf ist Japantag. Ich wollte da mal unbedingt hin, mir mal da das ganze Spektakel angucken. Das habe ich schon seit Jahren geplant. Und dieses Jahr ist es mal so, dass es nicht das Wochenende nach Pfingsten ist, sondern dass Pfingsten mal ganz weit weg ist noch, sozusagen. Und ja, in Wochenende nach Pfingsten ist nämlich bei uns im Dorf immer Schützenfest. Und deswegen bin ich da bis jetzt nie hingekommen, weil Schützenfest war mir bis jetzt immer wichtiger. Aber dieses Jahr habe ich endlich mal Glück. Ja, ich bin absoluter Anime-Fan. Und generell Japan-Fan. Sonst hätte ich mir auch kein japanisches Motorrad geholt. Allerdings, das Auto bleibt deutsch. Und wir hängen hier gerade immer noch in Duisburg rum. Weil ich habe mich vorhin mit einem Kollegen in Duisburg getroffen. Ja, der wollte eigentlich noch vielleicht irgendwo anders hingefahren ist, aber der wollte da auch mal hin. Der so, ach, das ist heute. Ich sagte, ja, komm mal mit. Habe ich dann zu ihm gesagt. Ja, er fährt gerade hinter mir auf seiner roten GPZ. Auch eine 500. Ja, er und ich haben letztens die Sitzbank getauscht, weil seine ist nicht abgepolstert gewesen, meine war abgepolstert und er ist halt ein bisschen klein und kommt dadurch die abgepolsterte Sitzbank wesentlich besser auf den Boden. Na, es sind nicht nur Frauen, die Probleme haben mit der Größe, sondern auch einige Männer. Und ich hoffe auch, dass sie da so typisch japanische Imbiss-Spezialitäten haben, weil ich probiere auch mal gerne etwas Neues. Sprich, ich bin von nix fies. Wenn es gut aussieht, probiere ich's. Und meistens werde ich nicht enttäuscht, weil es meistens gut schmeckt. Boah, schon wieder rote Ampel. Ey, geht mir das auf den Sack. Ja, auch das Volk hier, das japanische Volk, finde ich interessant. Ein hochtechnisiertes Land, das auch den einigermaßen Spagat zwischen Moderne und Tradition schafft. Also absolut faszinierend. Vor allen Dingen, wie höflich dieses Volk miteinander umgeht. Kriminalität ist da kaum. Also echt faszinierend. Was? Ja, kommst endlich runter, ne? Ha ha ha!
Fahr doch schneller! Und ich bin hier nur auf zwei Rädern. Mein Gott! So, und da sind wir jetzt auch schon in Düsseldorf. Mal gucken, wo das so genau ist. Also, beziehungsweise, wir sind kurz vor Düsseldorf. Ortseinfahrtsschild Düsseldorf habe ich gerade nämlich schon gesehen. Da standet da gerade auch schon Japan-Tag heute. Auf dem Leuchtanzeiger. Ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Was? Da jetzt erstmal geradeaus. Okay. Ich denke mal, so langsam eine Parkmöglichkeit suchen, oder? So, jetzt schauen wir gleich erstmal nach einer Parkmöglichkeit und wir sehen uns gleich, wenn wir mal da sind.
up here we're free, bound only by frozen memories. Ja, das war der Japan-Tag in Düsseldorf. Bis zum Feuerwerk bleibe ich jetzt nicht. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg, weil ich bin irgendwie doch ganz schön fertig. War auf jeden Fall schöne Eindrücke, aber viel zu voll. Ich glaube, nochmal gehe ich da nicht hin. Allerdings hat man viele schöne Cosplayer gesehen, muss ich sagen. Und einmal leckeren japanischen Imbiss genossen. Einmal hier diese Takoyaki, diese Teigbällchen mit Oktopus drin. Lecker, lecker. Und einmal diese Manju, diese Hefeklöße mit so einer Hackfleischfüllung. Was war das? Schweinefleisch. War auch sehr lecker. Sieht so ähnlich aus wie ein Germknödel. Der Teig schmeckt allerdings komplett anders. Dieser Germknödel, Dampfnudel sieht so ähnlich aus. Sieht beides ähnlich aus. Ich glaube, sind alle recht ähnlich. Aber der Teig war komplett anders, muss ich sagen. War aber auch wirklich sehr lecker. Wie gesagt, ich probiere gerne was Neues aus. Und man konnte da aber auch sehr viel Merchandise kaufen. Allerdings die Stände waren so überfüllt, da kam man nicht so wirklich dran. Man hat ja gesehen, wie voll das war. Richtig geil fand ich ja diese Trommler-Show, die ich mir angesehen habe. Was die Kiddies da schon gemacht haben, ey, alter Falter. Nee, ach, hier muss ich ab, verdammt. Gut, dass ich Moped bin. Total verpeilt. Navi sagt schon rechts und ich will gerade ausfahren. Mann, was ist mit mir manchmal los? Manchmal echt verpeilt, ey. So, ich nutze natürlich jetzt die Autobahn, um mal zügig nach Hause zu kommen. Hinfahrt war über Land. Und ich musste, habe ich durch jede Innenstadt quälen, deswegen habe ich da jetzt keinen Bock drauf.
Weil ich muss einmal durchs komplette Ruhrgebiet, sozusagen. Und nein, 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 nicht nochmal. Also dann, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich. Fragen, Anregungen, Kritik. Wie immer unten rein in die Kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!